Kalligreisige Freunde und Devil-Fans, ein herzliches Willkommen am heutigen Freitag nach dem wirklich extrem spannenden Spiel zwischen unseren Devils und unseren Gästen, den Pirates aus Buchloe. Ein herzliches Willkommen natürlich auch unserem Gästetrainer Christopher Lechner. Herzlich willkommen hier im VIP-Raum unseres schönen E-Stadions zu sein. Herzliches Willkommen natürlich unserem Trainer Robert Linke hier bei der Pressekonferenz. Ich glaube, jetzt gilt es erstmal kräftig durchzuschnaufen, sowohl bei den Trainern, bei beiden Trainern, als auch bei uns Zuschauern. Ein wirklich extrem spannendes Spiel. Meine Frage an den Gästetrainer, an Christopher, Frage an dich. Von meiner Warte aus hat es eigentlich bis zur, naja, ich sag mal, 30. Minute gar nicht so ausgesehen, dass wir ein Spiel finden und das Spiel eigentlich in Anführungsstrichen mal drehen könnten. Ihr wart's, muss man ganz ehrlich anerkennen, bis dahin die überlegene Mannschaft, die spielbestimmte Mannschaft. Von deiner Sicht aus, denke ich mal, ähnliche Analyse. Ja, schönen guten Abend erstmal zusammen. Ja, da ist fast nicht mehr viel hinzuzufügen. Ich denke, die Zuschauer haben super Eishockey-Spiel heute gesehen. Tempo war sauhoch, Chancen auf beiden Seiten. Aber ja, ich teile da komplett die Einschätzung. Wir hatten am Anfang ein bisschen zähen Start, wo wir dann kleine Strafzeit gekriegt haben und die unsere Sauber so vorgefeuert haben. Aber als wir die dann überstanden haben, sind wir eigentlich super ins Spiel gekommen. Waren dann aus meiner Sicht auch die deutlich spielerisch überlegene Mannschaft und auch vom Tempo her hatte ich das Gefühl, dass Ulm eigentlich nicht viel entgegenzusetzen hatte. Und im zweiten Drittel, das waren super 5, 6, 7, 8 Minuten, aber dann hatte ich auch das Gefühl, dass man dann, da sind wir dann vielleicht sogar ein bisschen übermutig geworden mit der 2-0-Führung und es lief alles super und hinten drin ist gar nichts anbrannt und dann ist unser Spiel vielleicht zu kompliziert geworden. Wir haben die Scheiben dann nicht mehr so in die Zone gebracht. Sind irgendwann dann auch individuelle Fehler passiert, die Ulmer dann auch bestraft haben. Hat uns das letzte Spiel auch schon ein bisschen verfolgt. Wir haben dann vorne den Sack nicht zugemacht oder unsere Chancen nicht genutzt und leisten uns halt dann immer ein paar Fehler und diesmal haben wir halt einen teuren Preis bezahlt. Und im letzten Drittel sind die Ulmer dann auch nach dem Ausgleich deutlich besser ins Spiel kommen und dann war es Kampf auf Augenhöhe und dann am Ende mit auch verdienten Sieger, weil sie dann im letzten Drittel eben das eine Tor mehr geschossen haben auf unserer Seite. Aber wir spielen ja hoffentlich noch das eine oder andere Mal diesmal gegeneinander und dann hoffe ich, dass wir den Spieß umdrehen können. Soweit, Dankeschön. Ja, weil du es gerade angesprochen gehabt hast, ich möchte natürlich noch nachreichen. Das Endergebnis für die, die es dann auch im Internet anschauen wollen. 3-2, Drittelergebnisse 0-1, 2-1, 1-0. Strafzeiten auf beiden Seiten jeweils 7. Offizielle Zuschauerzahl 738. Eine Frage habe ich noch vorher nicht, bevor ich zu unserem Trainer komme. Schlüsselszene, meiner Meinung nach, man hat es glaube ich schon angesprochen gehabt, Chancen nicht genutzt, ihr seid kurz vor dem Anschlusstreffer durch unsere Mannschaft, zweimal alleine aufs Tor bei uns zugefahren. Wenn das 3-0 fällt, gehe ich davon aus, könnte es vielleicht schon eine Schlüsselszene gewesen sein. Habt ihr die nächste Chance gehabt? Deine Einschätzung zu den zwei Situationen, wo ihr alleine aufs Tor zufahrt? Ja, das vermutlich wäre es so gewesen. Ja, wir haben einfach die Chancen zum 3-0 verpasst, teilweise. Ja, einfach auch nicht kompromisslos genug dann den Abschluss gesucht. Einmal war gerade, glaube ich, Latte im Spiel. Und dann war auch die Schlüsselszene, als es 2-1 steht. Und dann kriegen wir wieder eine 6-Mann-Strafe. Das ist uns jetzt leider schon zu oft passiert dieses Jahr. Ich denke, das war wieder eine knappe Situation, wo man so oder so vielleicht entscheiden kann. Und haben dann kurz vor der Pause eben auch diesen unnötigen Ausgleich kassiert, wo uns dann nochmal ein Fehler passiert ist, wo die Scheibe eigentlich sicher hatten. Ja, und
sowas rächt sich dann. Die letzten Spiele konnten wir es dann noch positiv gestalten. Heute ging es mal nicht gut, aber ja, zu viele Fehler und zu wenig Chancen genutzt und dann verlieren wir auch mal. So schaut's aus. Genau, so schaut's aus. Ja, berechtigt auch los. Umkehrschluss natürlich bei unserer Mannschaft, wenn ich vorher angesprochen gehabt habe, hoch überlegen, muss man ganz ehrlich anerkennen. Wir haben uns dafür dann in das Spiel reingebissen, habe ich das Gefühl gehabt. Das ging dann auch nur noch über den Kampf. Und wir haben dann auch das Glück gehabt, dann hier die entscheidenden Tore für uns jetzt mit etwas Glück zu erzielen, muss man auch dazu sagen. Aber nur über dieses, denke ich mal, über dieses Kämpferische sind wir ins Spiel zurückgekommen. Wie siehst du das von deiner Warte aus? Von mir auch. Schönen guten Abend. Ja, ein schwieriges Spiel. Ich glaube, ja, der Coach hat schon alles gesagt. Normal, ich habe es den Jungs auch gesagt, die auf dem Niveau gewinnt die Mannschaft, die weniger Fehler macht. Von daher hätte eigentlich gar keine Mannschaft gewinnen dürfen. Aber irgendwie muss es am Ende irgendjemand machen, dass wir es dann 3-2 gewinnen und die vollen 3 Punkte einfahren. Das ist einfach viel Glück, muss man ganz klar sagen, weil wenn du 30 Minuten lang eigentlich überhaupt nicht deinen Job machst, überhaupt keinen Zugriff hast, bei 5 gegen 5 die Scheiben in der eigenen Zone kreuz und quer stehst, ohne irgendwie einen Plan zu haben, die Scheiben verlierst, dann darfst du dich nicht wundern, wenn es dafür höher für Buchloe steht. Und eigentlich nach dem 2-0 waren wir eigentlich so gut wie tot. Du hast es an der Körpersprache der Jungs gesehen, das ist eigentlich immer schlimmer geworden. Aber irgendwie, wie es dann beim Eishockey immer ist, eine Situation, ein guter Schuss, Rebound und das Ding fällt rein. Und auf einmal hast du gemerkt, da geht Druck durch die Mannschaft, die waren auf einmal wieder wach. Da waren auf einmal dann wieder die Kräfte da, die Jungs haben wieder die Wege gemacht, sie haben die Zweikämpfe endlich dann angenommen, haben sie dann auch mal gewonnen. Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen sehr, sehr viele individuelle Fehler, gerade in der eigenen Zone, was eine neutrale Zone, wo wir viele Konter gekriegt haben, wo wir eigentlich froh sein müssen, dass dann nicht noch mehr bestraft wurden. Ja, wir müssen viel analysieren. Das Spiel war eigentlich nicht so prickelnd von meiner Mannschaft. Ja, wir müssen munter putzen, froh sein, über die 3 Punkte Gas geben. Ja, und zum Glück hat man dann irgendwie einen sehr starken Torwart heute drin, der uns da lang im Spiel gehalten hat und das Spiel von dort gewonnen hat. Ob ich mich persönlich würde interessieren, wenn man gerade eben gesagt hat, ein sehr Spiel, schweres Spiel, war vielleicht mit entscheidend, auch die frühe dann eine Verletzung von Peter Brückner, der Auswahl, den er kam, nachher wieder zurück zwar, aber trotz alledem habe ich das Gefühl gehabt, die ersten 3-4 Minuten waren wir gar nicht so schlecht im Spiel. Wir hatten auch die ein oder andere Torschance, bis zu der Verletzungssituation, dann kam so ein Knick. Macht das irgendwas mit der Mannschaft, dass entsprechend eine Verletzung einfach zurückwirft, wenn mit Spieler raus muss? Ja, grundsätzlich kann das schon eine Ursache sein, aber es wäre, glaube ich, zu einfach, das nur darauf zu schieben. Wir haben gut begonnen, das stimmt. Der erste Block und der zweite Block haben gut Druck gemacht da vorne drin, haben gute Chancen rausgeholt. Dann gibt es das Überzahlspiel, wo Peter sich dann auch verletzt hat, wo wir auch sehr 2-3 gute Einschusschancen hatten, wo wir unsere Spielziele durchgebracht haben auch. Ja, aber du hast dann auch schon gemerkt, sobald wir bei 5 gegen 5 gespielt haben, war es dann irgendwie sehr, sehr zäh bei uns. Und wir haben einfach zu viele Fehler gemacht, Panikpässe hinten rausgespielt von Jungs, die eigentlich die Erfahrung und die Ruhe haben sollten, die Pässe sauber zu spielen. Die einfachen Dinge haben wir halt überhaupt nicht gemacht. Wenn du die Scheibe aus der eigenen Zone einfach nur rausspielen sollst, wenn der Druck da ist und du machst es halt nicht, willst du irgendwas spekulieren, ja, dann fliegst du halt normalerweise gehörig auf den Mund. Es ist einigermaßen gut gegangen, aber ich glaube, an der Situation mit Peter hat sie es, glaube ich, nicht wirklich festzumachen, weil der Peter ist ein Beißer, der, ich wusste sofort, dass der zurückkommt. Zum Glück haben wir einen Doc dabei, der sofort aktiv werden konnte und das gefickt hat, das ganze Ding. Das ist ein riesen Kompliment damit, dass wir die Möglichkeiten hier haben, auch mit dem Doc, dass der immer da ist, weil sonst wäre er natürlich schon raus gewesen und der Peter hat es auch wieder gesehen. Das ist halt schon ein sehr wichtiger Spieler für uns und der ist 2-2 dann auch geschossen hat, sich dann ein bisschen auch wieder befreit hat. Weil es ist halt schon ein kleiner Schock für ihn, aber er ist ein Beißer und lebt halt auch über den Kampf und das hat er dann wieder gezeigt. Ja, dann natürlich Kompliment an die ganze Truppe, dass sie sich dann gemeinsam mit Peter dann auch wieder zurückgefeitet hat, keine Frage. Christopher, abschließend die Frage an dich, Ausblick auf die nächsten Partien, sollte für euch keinen Rückschlag darstellen, ihr habt ja bis dato sehr, sehr gute Saison gespielt, seid super mit dabei nach wie vor. Von deiner Sicht aus, gibt es da irgendwas, wo du sagst, jetzt muss ich die Mannschaft aufbauen oder geht es bei euch ganz normal dann beim nächsten Spiel weiter? Nee, also wir haben jetzt am Sonntag ein sehr wichtiges Lokalderby gegen Bad Wörishofen. Da muss man normalerweise keinen mehr extra motivieren.
Wir wissen, dass auch das Spiel gefährlich ist, dass wir hatten jetzt 4 Spiele hintereinander gegen Top-Mannschaften, dass wir genau dieses Tempo auch da wieder aufs Eis bringen müssen und die Konzentriertheit und auch keine Fehler uns erlauben sollten, weil wir haben auch letztes Jahr das Beispiel gehabt, wie schnell es dann gehen kann, dass man gegen so eine gegen die Mannschaft in Bedrohung kommt. Und ich denke, die Würzburger sind diese Augen nicht so zu unterschätzen. Ich weiß nicht, wie sie heute gespielt haben. Aber, ansonsten, da freuen wir uns schon auf das Spiel und dann hoffe ich, dass wir da die nächsten 3 Punkte einfahren können, nachdem es das heute nicht geklappt hat. Danke. Ja, danke dir. Bobby, Ausblick für unsere Mannschaft am Sonntag, sicherlich auch keine leichte Aufgabe. Ein Gegner, der weiß, wie man Eishockey spielt. Wir haben es im Hinspiel gemacht und einige Spitzenmannschaften haben es bereits auch zu spüren gekriegt. Bad Aibling sollte man nicht unterschätzen. Ich gehe davon aus, da muss eine Leistungssteigerung noch mal ein Stück weit her von der Mannschaft, damit wir dort bestehen können. Ich denke mal, da muss man die Mannschaft einfach noch mal pushen und ihr mit auf den Weg geben, dass definitiv dort so im letzten Drittel gefeilt werden muss. Ja, unterschätzen werden wir gar keinen. Das wissen die Jungs auch. Das haben wir letzte Woche schon gesehen. Egal, gegen wen wir spielen. Nein, wir haben halt kein gutes Hockey gespielt, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass Dubl oder defensiv auch sehr, sehr stark gearbeitet hat. Und es geht halt auch schon im Vorcheck los. Die haben uns da riesen Probleme gemacht. Wir haben uns zum Glück befreien können am Ende vom Spiel noch. Aber bei einigen wird es ähnlich spielen. Die sind brutal heimstark. Wenn die da agieren mit ihren 4 Blöcken im Sturm, dann werden die uns das Leben gehörig schwer machen. Die werden auch viel laufen, viel arbeiten, viel kämpfen. Und da muss man schauen, dass wir das Spiel einfach halten. Das ist halt einfach Punkt. Du musst die Scheiben hinten sauber rausspielen, um Kontersituationen vielleicht auch zu kriegen, wenn eine Mannschaft sehr offensiv agiert, um sie dann im Endeffekt ein bisschen mit Kontern halt zu überlaufen. Aber ja, dazu müssen halt die Pässe sauber gespielt werden und jeder muss seinen Job machen. Und wenn das nicht funktioniert, dann tust du dich schwer. Aber wie gesagt, ein Spiel geht 60 Minuten, das habe ich Jungs auch gesagt. Und wenn halt 20 Minuten nur reichen, ist es okay. Aber eigentlich will ich schon 60 Minuten unser Devils-Hockey sehen und das habe ich heute leider nicht gesehen. Aber am Sonntag, die Jungs wissen, um was es geht. Ich habe was ausgelobt, wenn wir 6 Punkte holen. Die sollen Gas geben, sollen sie die Belohnung einholen und dann stehen wir weiter gut da. Ja, dann stehen wir weiter gut da. So wollen wir es natürlich auch hoffen, dass es am Sonntag so eintritt. Gibt es noch Fragen aus dem Publikum oder gibt es von der Presse noch Fragen? Vielleicht sollte der Trainer was zu unserem Torhüter sagen. Wegen? Seine Leistung. Also, hat er schon gesagt, er hat den Torhüter schon explizit hervorgehoben. Genau, hat er schon explizit gemacht, der Torhüter wurde explizit hervorgehoben. Tolle Leistung natürlich von Martin in dem Tor, der exzellent kalt gehabt hat, das war schon angesprochen. Gut, wenn keine Fragen mehr da sind, dann bleibt mir noch die Ergebnisse, die vorliegen, durchzugeben. Zum ersten Bad Wörishofen Fronten 10:1, Reichersbeuren Fahrrand 6:1, Fürstenfeldbruck-Kempten 4:8 und Forst gegen Birgau 5:6 nach Verlängerung. Das war es von meiner Seite aus am heutigen Abend. Ich bedanke mich bei beiden Trainern recht herzlich für die Teilnahme an dieser Pressekonferenz. Wünsche sowohl zum Gästetrainer eine gute Einfahrt, als auch natürlich viel Erfolg bei der kommenden schweren Aufgabe, wie man sieht, in Bad Wörishofen. Unsere Mannschaft natürlich ebenfalls viel Erfolg bei der nicht minder schweren Aufgabe in Bad Aibling am kommenden Sonntag. Es wird Anpfiff sein, Spielbeginn 18.45 Uhr. Wer also Lust hat, die Mannschaft zu unterstützen, Sonntag 18.45 Uhr in Bad Aibling. Und das nächste Heimspiel hier am kommenden Freitag, den 15.11. um 20 Uhr, da haben wir dann den Gegner selber vor der Brust, nämlich gegen Bad Wörishofen. Also vormorgen, nächsten Freitag, 15.11. hier Heimspiel gegen Bad Wörishofen. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich für die Teilnahme an der Pressekonferenz. Macht es gut, schönes Wochenende. Tschüss.